Ach, grüß dich. Danke, Mann, dass du mir hilfst, ey. Dann können wir uns morgen fertig sein. Dann lass uns mal loslegen. Ja. Ach, so. Naja, dann zeig mal, was du bis jetzt hast. Ui. Na, dann lass uns mal loslegen. Ja, was beinhalten denn gute Filme so? Gute Frage. In den meisten guten Filmen, die ich kenne, wird gerannt. Wie gerannt? Ja, na, gerannt eben, also vor irgendwas weg oder weil die ganz schnell wo sein müssen. Ja, stimmt eigentlich. Weißt du, was noch gut ist? Nee. Eine Verfolgungsjagd. Boah, cool. Schwein! Jetzt habe ich dich endlich. Du wirst dafür bezahlen, was du meinem Freund angetan hast. Jan, coole aufgemotzte Fahrzeuge. Also was auch fehlt? Eine Szene mit coolen Klamotten. Ja, und das machen wir dann in Slow Motion. Warum in Slow-Mo? Na, weil alles cooler aussieht in Slow-Mo. Wir brauchen noch mehr Drama. Okay, an was dachtest du da so? Etwas Herzzerreißendes. Felix, was ist passiert? Es ist meine kleine Fleischwunde. Bleib bei mir, Felix. Denk an all die schönen Zeiten, die wir zusammen erlebt haben. Er ist von mir gegangen. Felix, ich werde dich rächen. Ich werde denjenigen finden, der dich umgebracht hat. Wir brauchen noch so ein gute Laune-Bild. Glückliche Menschen ziehen immer. Aber damit der Film im Gedächtnis der Zuschauer bleibt, brauchen wir noch einen Wendepunkt. Richtig gut, richtig gut. Ach, moin. Felix, ich dachte, du wärst tot. Nö. Na dann, können wir wieder alle Freunde sein. Was haben Filme wie Spider-Man, The Dark Knight oder Avengers denn gemeinsam? Na, dass sie alle super sind. Ja, aber denke auch mal an die Aufmachung. High Budget? Ja, denke doch aber mal inhaltlich. Ah, Antagonist gegen Protagonist. Held gegen Anti-Held. Gut gegen Böse. Ja, wir brauchen einen Konflikt. Endlich habe ich dich, du verdammtes Dreckschwein. Du willst also nicht reden? Ich will ein paar Antworten von dir. Du bist doch sonst immer so schlau. Du sagst mir sofort, was ich wissen will. Sonst vergesse ich mich, ist das klar? Was? Ja geil, Mann. Da haben wir echt mega viel zusammengekommen, Alter. Felix, was ist passiert? Es ist meine kleine Fleischwunde. Bleib bei mir, Felix. Denk an all die schönen Zeiten, die wir zusammen erlebt haben. Ich werde dich rächen. Ich werde denjenigen finden, der dich umgebracht hat.
Endlich habe ich dich, du verdammtes Dreckschwein. Du willst also nicht reden? Ich will ein paar Antworten von dir. Du bist doch sonst immer so schlau. Und sagst mir sofort, was ich wissen will. Sonst vergesse ich mich, ist das klar? Was? Jetzt habe ich dich endlich. Du wirst dafür bezahlen, was du meinem Freund angetan hast. Ach, moin. Felix, ich dachte, du wärst tot. Nö. Na dann, können wir wieder alle Freunde sein.